Hallo und herzlich willkommen zurück zu Equinox, mein Retro-Let's Play, was schon viel zu lange geht. Wir sehen uns schon seit zwei Parts hier in diesem gottverdammten Dungeon. Nummer 3 haben wir eigentlich noch nicht sehr viel erkundet. Wir haben weder unseren Zauberspruch noch unsere neue Waffe errungen. Und ja, aber ein was Positives haben wir. Und zwar schon die Hälfte der Tokens, die wir sammeln müssen. Genau, hier wollte ich nochmal rein. Halt! Halt, 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 halt! Komm sofort zurück! Okay. Trick 17. Wir warten nicht. Wir machen das so. Und hopp! Gut, okay. Er lässt sich schieben, der Stein. Na gut, okay. Ist ja auch ein Laufband, ne? Nicht wahr? Halt, halt, halt! Verdammt. Es hätte ja klappen können. Also, nochmal. Weil es so viel Spaß macht. Abzukratzen. Kann ich mich eigentlich so auch ducken? Bin mir nicht sicher. Boing. Oh, hier, schaut mal. Das könnte des Rätsels Lösung sein. Ah! Es bewegt sich. Aber das steht still. Wird schon Sachen und wehe, wenn nicht. So, jetzt müssen wir jetzt den Laufstein hier abpassen. Irgendwie. Wo ist er? Da ist er. Huhuhu. Gut, geschafft. Schwein gehabt. So, ein Schlüssel mehr in der Sammlung. Das heißt, wir kommen an zwei Stellen mit weißen Schlüsseln weiter. Springen wir erstmal ab. Und hier irgendwo... War hier nicht irgendwo ein Tor für einen weißen Schlüssel? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ach ja, jetzt sind wir wieder hier. Oh, gut. Nein, ich hab's fast geahnt. Wäre zu schön gewesen, wenn wir mal unverzerrt hier dran vorbeikäme. Das gibt's echt nicht. Jetzt reicht's. Ich suche mal einen anderen Weg nach draußen. Ich habe keine Lust auf diesen Scheiß. Dort liegt noch ein Äpfelchen. Das könnten wir mitnehmen, falls wieder unsere Energie zu rar wird. Ich meine, zwei Punkte fehlen uns schon wieder. Für unsere Versuchsrate. Ich bin ja mal gespannt, wie weit wir in diesem Spiel kommen. Und bisher halten wir uns ja doch recht wacker. So, jetzt schauen wir gleich mal hier lang. Ah ja, alles klar. Alles koscher. Und gucken hier runter. Platten. Nichts als Platten. Stehen trauen soll? Oh ne, den dürfen wir auf keinen Fall nicht trauen. Definitiv nicht trauen. Hier war irgendwas hier, das hat sich alles wieder bewegt gehabt. Aber wie war das denn gleich? Ich konnte nicht jedes x-beliebige Dingens hier nutzen. Und ich konnte auch nicht alle bewegen, oder? Konnte ich? Konnte ich nicht? Vielleicht sollte ich... Okay, das läuft hier entlang. Das läuft auch hier entlang. Definitiv. Das läuft definitiv auch hier lang. Okay. Es wird etwas schwierig werden. Also ich brauche eins, um auf die beiden anderen raufzukommen. Aber ich kann nur eins von beiden hin und her schieben. Aber ob das Sinn und Zweck der Übung ist, weiß ich auch nicht. Jedenfalls reicht das so noch nicht. Definitiv nicht. Schieb. Okay. Es läuft auf jeden Fall los. Ich werde nichts machen können. Daran. Ich werde es nicht verhindern können. Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Also das eine rutscht in die andere Richtung. Ich komme nicht mehr zwischen rein. Alles klar. Krieg mal hin. Ganz bestimmt. Gab es hier unten noch einen zweiten Weg? Lasst uns nachsehen. Oh, aber hier könnte es wieder einen Geheimgang geben. Nö, 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 nö. Noch nicht. Stirb. Ah! Verflixt. Ich hab's geahnt. Muss natürlich auch gleich wieder in meine Richtung kommen. Ganz ruhig bleiben.
stirb endlich! Danke. Oh, Gott sei Dank. Und? Ach, so, jetzt reicht's. Jetzt könnt ihr mich alle mal. Ich hau ab. Ich probiere mich hier oben nochmal. Also, das erste fährt in die Mitte. Vielleicht soll ich verhindern, dass die allesamt in die Mitte fahren. Oder ich muss das hier drüben stapeln. Lass uns mal auf uns zukommen. Also, wir schieben erstmal diesen hier runter. Ganz runter. So. So, den eben brauchen wir ja ohnehin unten, um raufzukommen. Also, schieben wir den auch runter. Aber den hier schieben wir hier rüber und dann nach unten. Und? Nee, das lief nicht ganz so, wie es sollte. Müssen es nochmal probieren. Na gut, ich gebe dem Wirbel bestimmt nochmal eine Chance. Oh, sorry, wenn ich etwas ruhig bin, aber meine Leute sind gerade wieder da. Und es ist unglaublich störend, wenn ständig herumgedämmelt wird. Ihr merkt schon, das zerrt auch an meiner Konzentration hier dran. Okay, den haben wir doch schon ziemlich oft erwischt. Okay. Oh, ganz woanders? Nee, doch nicht. Nicht ganz so weit woanders, wie ich erst dachte. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt habe ich dich. Ah! Ah! Gott! Bleib stehen! Böser Wirbelsturm, immer in meine Richtung wollen. So, die beiden Rosan sind weg. Bleiben noch zwei blaue übrig. Wie schön, dass das geht. Ich sollte mich vor den blauen dort in Acht nehmen. Gut, einer weniger. Und nur noch den hier. Yay, das kann ich gut gebrauchen. Sehr gut gebrauchen. Ein Token wäre natürlich auch schön gewesen, aber es gibt ja noch eine Stelle, wo ein Token rumliegen müsste. Hier kommen wir jedenfalls nicht weiter. Aber vielleicht hier? Irgendwo? Eventuell? Nein? Na gut, gehen erstmal wieder hoch. Dann wieder nach oben laufen und uns nochmal in den Rätsel probieren. Wir kriegen das schon hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wie könnte man die Steine denn noch schieben? Der eine, der hat vorhin blockiert. Aber warum hat der blockiert? Warum genau? Verstehe ich noch nicht ganz. Also der hier fällt auf jeden Fall in die Mitte. Moment mal, der fällt in die Mitte. Aber dann komme ich hier nicht mehr raus. Dann muss ich mich ja sterben lassen. Wie es scheint. Denn sonst hätte ich gesagt, schiebe ich den einen beiseite. Den einen rüberschieben, und zwar diesen hier. Dann. Ich versuch's mal. Oder schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Das sind jetzt eins, also eine Platte. Das sind zwei Platten. Wenn ich auf dieser Platte stehe, müsste ich ja dann hier versuchen, drauf zu hüpfen. Es könnte ein bisschen knapp werden. Wenn das Ding rund zwei Platten hoch ist. Moment mal. Also wir sind etwa auf dieser Höhe dann mit den Steinen. Wir müssen auf die zweite Platte irgendwie aufsteigen können. Versuchen wir das mal. Okay, du bist ganz abgestürzt. Okay, wir kommen wieder hier hoch. Das ist gut zu wissen. Dann versuchen wir das doch gleich nochmal. Wir schieben den mal nicht ganz so weit. Ich habe nämlich eine Idee. Machen wir erstmal diesen hier. Schieben den drauf. Ganz genau. Und den schieben wir jetzt auch hier rüber. Dam-di-dam-di-dam. Und? Ah, leider schaffen wir es nicht aufzusteigen, aber das macht nichts. So, wir haben unseren weißen Schlüssel. Jetzt können wir unten bei dem Wirbelsturm weiterschauen. Oder da, wo jetzt mal die Wirbelstürme gewesen waren.
Dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam. Jetzt ist wieder sehr still. Das, was ich schon mal zu Anfang dieses Let's Plays erwähnt hatte. Dieses Retro-Let's Play. Ne, hier gehe ich noch nicht lang. Kann auch sein, dass es jetzt hier zum Endboss geht. Ach du Scheiße. Verlangt echt viel. Hier könnte es vielleicht aber einen Geheimgang geben. Oder was? Vielleicht sogar schon hier? Kann ich das bewegen? Echt nicht? Das wundert mich da wegen. Warum kann ich das nicht schieben? Ah, aber das kann ich schieben. Funktioniert sogar recht gut. Haha, so könnte ich sie alle besiegen. Bösen weißen Geister. Einfach schießen wir einen Berserker. Und hoffen, dass sie der Reihe nach tot gehen. Mensch, die halten eine Menge aus. Ist ja echt nicht mehr feierlich. Freue mich schon auf meine neue Waffe. Oh, feier. Bleibst du so? Wäre echt toll. Mach ich nämlich so fertig. Muhahaha. So, geschafft. 7 Tokens. Nein. Nein. Ich bin mir aber sicher, hier irgendwo gab es einen Geheimgang. Ich bin mir sehr sicher. So, erstmal beiseite schieben mit dem Ding. Jetzt kommt wieder ein bisschen Musik rein. Gut, hier gab es erstmal nichts. Ach, das ist mir trotzdem zu verdächtig. Gibt's ja echt nichts. Probieren es nochmal hier. Und hier neben der Säule. Oder hat man das hier schon neben der Säule probiert? Aha! Ups. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber seht ihr auch ganz schön fies, nicht wahr? Und das sind gerade eben hier, ne? Bewegung des Dingens. Wow. Aha. Gut, gut. Hier, seht euch das an. Kommen auf jeden Fall nicht ohne weiteres durch. Wir hätten erstmal drin bleiben sollen. In der Bude. So, sehr schön. Sehr schön. Bewegt sich das auch nicht? Nee, es bewegt sich nicht. Das ist schön. Sehr schön. Dann schauen wir erstmal hier entlang. Oh, noch ein Token. Ach ja, guckt euch das an. Hier sind Steine übereinander gestapelt. Und hopp. Und hopp. Die sehen wir nur nicht. Das ist echt fies. Wer weiß, welche Steine die da hier so hübsch gestapelt haben. Also der steht wahrscheinlich wirklich nur hier in der letzten Ecke rum. Den Rest der Steine sehen wir nicht, weil die von diesen da blockiert werden. Die sind regelrecht unsichtbar. Gut, das brauchen wir ja vorerst nicht mitzunehmen. Hier kommen wir nicht weiter. Aber den einen Durchgang, den sollte man sich vielleicht merken. Okay, wir versuchen uns mal hier durch. Hier hätte ich nochmal die Chance auf unserem Dungeon-Gegenstand, unsere Waffe, unsere neue. Ja. Stirb, bevor ich sterb. Erstmal schießen wir einen Berserker, um den weißen Geist so loszuwerden. Gut, okay, ich brauche es so eigentlich nicht. Hier entlang. Nee, ist auch noch nicht. Ich wusste, da war doch was. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Zauber nutzen. Den Zauber, den Slow-Zauber. Sobald hier die Bude aufgeht. Und uns dann hier retten. Da ist auf jeden Fall was und es sieht ganz aus wie Stacheln. So, und sobald der hier fort ist, nutzen wir den Zauber gleich nochmal. Um den besser aus dem Weg zu räumen. Perfekt. So, und da haben wir den nächsten Token. Verstehe. Moment mal. Haha. Bringt uns das was? Nö, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Bringt uns das was?
bin ganz eingesperrt. Hier gibt es keinerlei Hinweise auf einen Weg. Ja, das ist echt fies, Leute. Wie soll man da hier so ohne weiteres alle Tokens finden? Das ist wirklich sehr gemein. Finde ich nicht in Ordnung. Oh. Sieht irgendwie unschön aus. Nein. Alles in Ordnung. Gut, wir schauen erstmal hoch. Ah ja, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Alles klar. Dann schauen wir nochmal kurz hier entlang. Ob es hier noch einen Weg gibt. Sieht mir aber nicht ganz danach aus. Guck mal, hier ist nur einer mit so einem hellen Auge. Hätte sein können, das ist etwas von Bedeutung. Ne, die da drüben, die sind alle mit hellen Augen versehen. Da ist nur einer mit dunklen Augen wieder mal dabei. Also hier, ihr seht schon diese Wandgesichter da. Von denen spreche ich. Die können wir jetzt mitnehmen. War ich schon mal hier oben? Oh oh. Sieht unschön aus. Aber gut, Leute, ich denke, ich werde den Part erstmal an dieser Stelle hier beenden. Ich danke euch wieder vielmals fürs Zusehen. Weitere fiese Rätsel werden. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.